bin Alexandra, ich unterrichte Nia. Ich möchte dir zeigen, wie du mit den 52 Nia-Bewegungen mehr Freude und mehr Gesundheit in dein Leben bringst. I'm Alexandra. I would like to show you how you can integrate the 52 Nia moves into your life to have more joy of movement and more health. Today's move is Heel Lead. Heute ist unser Fokus auf der Bewegung Ferse führt. Wir beginnen mit der Ferse, dann den Ballen, dann den Zehen. Insbesondere große Zehen entspricht den Daumen. So we're gonna transfer the weight from the heel to the ball and the toe, especially the big toe. I'm gonna show you with my feet. Ich zeig's dir. Hier, Ferse, Ballen und dann das gleiche nochmal mit Zeh hinten. Ja? Und dann wieder Ferse, Ballen. Transferring the weight along the smile line. Das Gewicht wird entlang eines Bogens verlagert, und zwar ist der Bogen vertikal, aber auch horizontal von links nach rechts. Das ist die kleinen Bögen, wenn du dir vorstellst, von oben auf mich rauf zu gucken, wird das eine Schlangenlinie, und auch hier ist es ein kleiner Bogen. Moving along those smile lines is a very elegant way. It looks elegant. It also is elegant in the sense that it wastes the least energy. Also du verschwendest am wenigsten Energie, wenn du dich entlang dieser Bögen bewegst. Ich möchte dich einladen, auch besonders darauf zu achten, wie du in deiner Wohnung gehst, denn da gehen wir manchmal anders. Schlappen machen, manchmal schlapp, habe ich das genannt. Achte auch auf dein Schuhwerk, vielleicht brauchst du andere Hausschuhe, wenn du Hausschuhe trägst. Vielleicht ist es barfuß besser, vielleicht in Socken. Experimentier ein bisschen, gerade wenn du viel Zeit drinnen bist. So please also have a look how you move when you're inside your house, your home. Sometimes we tend to move them differently, sometimes also the if we wear shoes indoors, they are kind of different and they impede that movement. So enjoy the moving inside and outside. And if you liked it, you can find more information in the blog. You can also find more information on the websites linked below. Du findest mehr Informationen zu den Bewegungen unten im Blog und mehr über Nia auch bei,